Petersberg, im Prinzip ein sehr historischer Ort, wo schon Heinrich der Löwe dem Kaiser Barbarossa zu Füßen gefallen ist. Die Kinder, die hier auf den Petersberg kommen, Experimente durchführen. Im Prinzip das, was unsere Zukunft ist, wird mit dem Alten verbunden. Ich studiere hier an der Universität Pädagogik der Kindheit. Das soll dahin später führen, dass ich mal Lehrer für die Grundschule werde. Und wir führen hier Experimente durch, um im Oktober dann mit den Kindern der 1. bis 4. Klasse dann gemeinsam Experimente durchführen zu können. Eins haben wir schon mal. Gut. Was ist da nur noch drei? Wir wollen vier, dann bauen wir eine Pyramide, oder? Ja. Die Mathematik halt mal veranschaulicht, nicht nur abstrakt mit Zahlen, sondern mit Körpern, beziehungsweise halt auch Physik und Mathematik zusammengebracht, indem man was gebastelt hat, das in Seifenlauge getaucht und hat halt herausgefunden, wo sich der Schwerpunkt befindet. Also ich denke, das fasziniert die Kinder unheimlich. Ah, seht ihr das? Oh! Nein, wie toll! Das ist ja Wahnsinn. Mehrheitskräftig steht das. Also die Schallwellen dann im Prinzip das noch in Schwingung versetzen. Die versetzen die Luft hier in Schwingung, ja. Genauso wie ich euch das mit der Feder gezeigt habe. Ja, aber die Luft geht im Prinzip in das Medium wieder über Holz bzw. Genau. Und versetzt das wieder in Schwingung, genau. Und das versetzt die Schwingung. Also eine Schallwelle, die breitet sich an und für sich ganz schön aus. Ne? Dadurch, dass sie die Luft schiebt, ne? Und das ist ja auch ein mächtiger Ton, also eine mächtige Kraft, wo durch die Schallwelle erzeugt wird. Und dann vibriert das ja mit. Ne? Wir haben uns Ende des letzten Jahres umbenannt in Lernort Petersberg, entwickeln uns weiter zum MINT-Zentrum, das ist eben angelehnt an die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, wobei bei uns Naturwissenschaft und Technik, wo ich die Mathematik einbeziehe, schon Schwerpunkte sind. Wir haben auch Angebote zur Sozialkompetenz, wir haben einen tollen Kreativraum. Da machen wir ganz viel zu allen möglichen Themen, die man sich vorstellen kann. Wir haben diese schöne alte Druckerei, wo man das Gutenbergsche Druckhandwerk nachvollziehen kann, selber setzen und drucken kann. Wir haben ein hübsches kleines Lesezimmer, wo es auch ums Lesen und Vorlesen geht. Und da können wir in Verbindung mit der Druckerei auch gut was zur Lese- und Schreibkompetenz machen. Hier gibt es eine Nähwerkstatt, wo Kurse stattfinden. Am Nachmittag können wir hier auch noch Workshops, Werkstätten machen. Es gibt auch schon Schulklassen, wo Ganztagsunterricht ist, die nachmittags zu Dingen kommen, die sie hier nutzen, zu Angeboten.